Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute diese Predigtserie so richtig starten dürfen mit Galater 1, Verse 1 bis 3. Und da wollen wir heute beginnen. Und das Thema lautet Gnade von höchster Instanz. Es war eine Eiseskälte, als ein junges Ehepaar sein Zuhause verlassen und in die nächste Stadt flüchten musste. Auf dem Weg durch einen Wald kamen der Mann und seine Frau an eine Abzweigung. Sie wussten, dass nur ein Weg sie in die sichere Stadt führen würde und dass, wenn sie sich für den falschen Weg entscheiden würden, sehr wahrscheinlich der Kältetod ihr Schicksal sein würde. Sie beteten gemeinsam, trafen eine Entscheidung und gingen auf dem einen Weg der Abzweigung ihres Weges. Und sie kamen in die Stadt. Und darüber bin ich persönlich sehr, sehr froh. Denn wisst ihr, von wem hier die Rede ist? Von den Großeltern meiner Frau. Und die haben das eines Tages erzählt, diese Geschichte. Und plötzlich trifft es mich. Ich denke mir, Moment mal. Dieser eine Moment in ihrem Leben, diese eine Abzweigung, die hat so eine Bedeutung für mein Leben gehabt, denn hätten sie die falsche Abzweigung gewählt und wären tatsächlich dann in der russischen Eiseskälte da irgendwo erfroren, dann hätten sie keine Kinder bekommen, dann hätten sie auch keine Enkelkinder bekommen und ich hätte heute nicht meine Frau. An der Stelle würde jetzt der Satz "Alles Gute zum Valentinstag, Schatz" passen. Warum ich das erzähle, ist, dass ein vergangenes Ereignis kann plötzlich sehr gegenwärtig und real sein, wenn man sich bewusst macht, dass vergangene Ereignisse sich auf das Hier und Jetzt direkt auswirken. Und genauso sollten wir an diesen Brief herangehen. Wir können die Bedeutung vom Galaterbrief überhaupt nicht überschätzen. Und wenn wir uns fragen heute Morgen, was ist die Bedeutung dieses Briefes, dann müssen wir so weit gehen, zu fragen, ob wir überhaupt heute tatsächlich hier wären im Gottesdienst und das hören würden, wenn dieser Brief nicht geschrieben worden wäre, ob wir überhaupt heute hier wären. Denn dieser Brief, der hat nicht nur für die damaligen Empfänger, die Galater, eine Bedeutung gehabt. Und der Brief ist ja knapp 2000 Jahre alt. Nein, dieser Galaterbrief, haltet euch fest, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dieser Galaterbrief der Grundstein für unsere Nation, für Deutschland geworden ist. Denn wir sind heute hier in Deutschland, das was wir sind, durch die Auswirkungen der Reformation. Religionsfreiheit anstatt Religionszwang. Trennung von Staat und Kirche. Unsere gemeinsame Sprache, die wir bis heute sprechen, Bildung für alle anstatt für wenige, die Würde des Menschen ist unantastbar, all diese Dinge sind Auswirkungen der Reformation. Und diese Reformation, die begann bei einem einzigen Mann. Und dieser Mann begann bei einem Schriftstück, was ihn in Flammen gesetzt hat. Und das war dieser Brief. Luther, Martin Luther, hat zwar seine Bekehrung erlebt, als er den Römerbrief las, aber dieser Brief führte ihn in die Freiheit des Glaubens. Dieser Brief machte ihn frei. Christsein bedeutet, frei zu sein. Und das hat er durch diesen Brief verstanden. Und mit dieser Freiheit hat er nicht nur Leute um sich herum, sondern ganz Europa entzündet. Was ja die Frage aufwirft: Wie kann ein so altes Schriftstück solche Auswirkungen haben? Ist da vielleicht mehr dran, als man auf den ersten Blick erkennen kann? Luther sagte über diesen Brief: Der Galaterbrief ist mein Brief. Ich bin mit diesem Brief wie in einer Ehe. Er ist meine Katharina. Und so lade ich euch ein, Galater 1, Verse 1 bis 2 mit mir zu lesen. Was ist an diesem Brief dran, dass er solche Auswirkungen nehmen konnte? Paulus, Apostel
nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Soweit erstmal heute. Zwei Punkte sehen wir hier in diesem Text. Sehr einfach. Erstens der Verfasser, zweitens die Empfänger. Ja? Zunächst einmal zum Verfasser. Und ihr alle kennt diesen Moment, man geht zu seinem Briefkasten und man findet einen Brief darin. Man nimmt ihn zur Hand, man öffnet ihn, und bei mir ist das dann manchmal so. Der Brief beginnt erstmal sehr einladend mit den Worten: Sehr geehrter Peter Krell. Oh wow, persönlicher Brief an mich. Aber dann 3 Sekunden später, ihr alle kennt den Moment, man merkt, ah, da hat jemand meine Daten bekommen und verkauft mir hier einen personifizierten Werbebrief. Was macht man? Man liest den Inhalt noch nicht mal durch, man gibt dem Brief noch nicht mal eine Chance, zerrissen, ich nehme die Briefe noch nicht mal mehr mit hoch, die werden direkt in die Papiermülltonne entsorgt und fertig, Ende der Geschichte. Und wir beginnen heute hier mit dem Brief von Paulus an die Galater, okay? Es ist nicht von Paulus an dich, es ist von Paulus an die Galater, vor 2000 Jahren. Das heißt, mit diesem Brief ist es in gewisser Weise erstmal noch schlechter, noch schlimmer als mit so einem Werbebrief, weil ein Werbebrief, der trägt zumindest deinen persönlichen Namen, der ist an dich adressiert, nicht so der Galaterbrief. Also ist die Frage, warum wollen wir jetzt heute hier einen Brief lesen, den ein antiker Jude an Menschen in einer römischen Provinz vor 2000 Jahren geschrieben hat? Warum sollten wir überhaupt diesen Brief lesen, geschweige denn diesen Brief über einen Zeitraum von Monaten Vers für Vers betrachten? Und ich weiß nicht, vielleicht sind Sie entweder hier vor Ort oder über den Livestream da und stimmen mir an dieser Stelle zu. Ja, das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Warum beschäftigen sich diese Christen mit diesen alten Dokumenten? Wir sind doch in einer ganz anderen Zeit. Und da kann ich Ihnen nur zustimmen. Und wie viele junge Menschen, frage ich mich, denken sich das im Stillen, gerade auch wenn sie in einem Gottesdienst sitzen: Meine Güte, was will der mir da vorne verkaufen? Das ist alt. Wenn ich mein Smartphone zur Hand nehme, da bekomme ich was Neues. Da bekomme ich was Aktuelles. Und diese Frage ist absolut berechtigt, denn das Ziel von diesem Brief ist ja, dass wir wirklich zuhören. Dass du nicht nur hier körperlich gegenwärtig bist, sondern dass du zuhörst. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen zuhören und zuhören. Nur mal ein Beispiel aus meinem Leben. Wenn meine Frau mir eine Einkaufsliste zeigt für die neuen Kinderklamotten, die sie bestellen will, dann höre ich, wenn es gut läuft, zwar zu, aber definitiv nicht mit Begeisterung. Und definitiv nicht mit der Erwartung, dass da irgendwas dabei ist, was meine Aufmerksamkeit fesselt. Ich frage es also, wie steht es bei dir? Wie sehr bist du darauf programmiert? Wie sehr bist du darauf dahin gewillt, hier jetzt gerade zuzuhören? Das ist eine berechtigte Frage. Gibt es einen Grund, warum wir diesen alten Brief betrachten? Und wunderbarerweise, Paulus beantwortet diese berechtigte Frage mit dem ersten Satz in seinem Brief. So als würde er klar machen: Ich möchte mit dir direkt am Anfang wirklich einen Grund geben, warum du mir zuhören solltest. Und dieser erste Satz, der lautet nicht einfach: Ein Brief von Paulus an seine Freunde oder auch Mitchristen in Galatien. Nein, hier steht viel mehr. Hier wählt Paulus seine Worte, und zwar jedes einzelne Wort, sehr durchdacht und bewusst. Was ist das erste Wort, das er nennt, nachdem er seinen Namen genannt hat? Und so das zweite Wort in diesem Brief. Paulus, Apostel. Das erste Wort ist sein Name, das zweite Wort ist aber nicht sein Nachname, sondern ein Titel. Paulus macht
mit zwei Wörtern klar, dass dies nicht ein Brief ist von Paulus als Privatmann an andere Privatpersonen. Apostel ist ein Amt. Und das griechische Wort Apostel heißt auf Deutsch nichts anderes als Gesandter. Ein Gesandter ist er. Dies ist kein privates Schreiben. Nein, er spricht hier als ein Gesandter. Was bedeutet, er spricht nicht für sich selbst. Er spricht nicht von seiner Meinung. Er spricht auch nicht in eigenem Auftrag. Er spricht nicht in seiner eigenen Autorität. Ein Gesandter wird von jemandem gesandt. Und dieser, der sendet, ist der Auftraggeber des Gesandten. Paulus hat einen Auftraggeber, der über ihm steht. Und natürlich ist die Frage, okay, interessant, jetzt wird schon etwas interessanter, alles klar, es geht hier also nicht einfach nur um irgendeinen Mann namens Paulus, es geht vielmehr um den, der ihn zum Gesandten gemacht hat. Und wer ist dieser Vorgesetzte, wer ist dieser Gesandte, mit wem haben wir es in diesem Brief wirklich zu tun? Und Paulus geht jetzt noch einen Schritt weiter. Paulus, Apostel, nicht von Menschen. Paulus macht zuerst klar, wer nicht sein Auftraggeber ist, bevor er sagt, wer es ist. Und das muss er machen, denn das Naheliegendste ist, dass irgendwelche anderen Leute, irgendjemand halt sein Auftraggeber ist. Er sagt zuerst mal, wer nicht sein Auftraggeber ist. Apostel nicht von Menschen. Er ist kein Abgesandter, der von anderen Menschen gesandt wurde. Jetzt wird es richtig interessant. Oh, das sprengt aber unsere bekannten Kategorien. Und ihr Lieben, das ist nicht irgendeine alte Geschichte hier. Wenn wir von Gesandten, wenn wir von Delegierten und Bevollmächtigungen sprechen, das ist etwas, was wir aus unserem Alltag kennen. Ich gebe euch nur mal ein Beispiel. Bestimmt hat auch jeder schon mal in seinem Briefkasten auch eine andere Erfahrung gemacht. Du nimmst den Brief heraus und dann siehst du in der Absenderzeile Bußgeldstelle. Und jetzt meine Frage an dich. Nimmst du den Brief, so wie ich meine Werbeschreiben, denkst du, ha, zerreiß ich, ab in die Papiermülltonne, kein Stress mehr, alles gut. Machst du das? Soll ich dir sagen, warum du das nicht machst? Weil, abgesehen von der Neugier, wer jetzt in der Familie geblitzt wurde, dich auch die Frage treibt, was würde denn passieren als Konsequenz, wenn ich das einfach ignoriere? Man kann es ignorieren, man kann auch diesen Brief ignorieren, aber es kann sein, dass dabei etwas von einer entscheidenden Bedeutung an einem vorbeigeht, was für einen persönliche Konsequenzen hat. Auch zurzeit haben wir immer wieder neue Corona-Verordnungen und diese Corona-Verordnungen, die tragen die Autorität der regierenden Menschen hinter sich. Und wir beachten diese Dokumente unter anderem deshalb, weil wir wissen, das Nichtbeachten hat Konsequenzen. Menschen können ein beträchtliches Maß an Einfluss und auch Macht in unserem Leben haben. Egal, ob es die Bußgeldstelle ist oder die Bundesregierung oder sonstige Instanzen. Wir kennen das. Und wir selbst kennen es, dass wir etliche solcher Dinge nicht ignorieren, sondern ernst nehmen und es einfach umsetzen. Wir sind quasi gehorsam. So, menschliche Autoritäten kennen wir, ja, viele, bis heute hat sich nichts geändert. Bestimmte Menschen haben ein beträchtliches Maß an Macht. Aber von was redet Paulus hier? Das, was er hier sagt, ist Paulus, Apostel, nicht von Menschen. Genau so, ihr Lieben, wie wir einen Bußgeldbescheid, der ja was Negatives ist, aber trotzdem, genauso wie wir einen Bußgeldbescheid auch nicht nehmen und wir schmeißen ihn nicht nur nicht weg, sondern jeder normale Mensch macht eigentlich sofort das.
aufreißen, gucken. Wie schlimm ist es? Wie schlimm ist es? Ich will es sofort wissen, weil es eine direkte Bedeutung für dich persönlich hat. Genauso sollte jetzt unsere Aufmerksamkeit für jedes einzelne Wort in diesem Brief sein, weil wir allein schon sehen, okay, Paulus, er redet in einem Auftrag zu uns. Dieser Brief hat die Geschichte beeinflusst und diesen Auftrag hat Paulus nicht von Menschen bekommen. Noch nicht mal von einer Regierung. Nein, es ist eine ganz andere Kategorie von Beauftragung. Deshalb muss er es zuerst klar machen. Nicht von Menschen. Etwas völlig anderes steht hinter seiner Handschrift. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sagt er hier. Was ist damit gemeint? Ist es nicht ein und das Gleiche? Nicht von Menschen, nicht durch Menschen, nein. Gerade damals wusste man, dass es immer wieder so passiert, dass Autorität durch Menschen vermittelt wird. So gibt es beispielsweise im Alten Testament die Szene, wo David zum König gesalbt wird, und zwar durch Samuel. Dahinter steht zwar ein göttlicher Wille, aber es wird durch einen Menschen, durch Samuel vollzogen. Genauso, wenn wir hier in der Gemeinde Diakon oder Älteste berufen, dann ist das in der Überzeugung, dass die Berufung zwar von Gott kommt, aber durch die Gemeinde ausgesprochen wird. Aber auch hier nicht so Paulus, nicht so Paulus. Er wurde nicht von Menschen zum Apostel gemacht, er wurde auch nicht von Menschen zum Aposteln bestätigt. Wer ist sein Auftraggeber? Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Paulus hat seinen Auftrag direkt aus dem Himmel, direkt vom allmächtigen Gott. Und das wird dadurch bestätigt, dass es der Gott ist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Jesus Christus ist nicht einfach ein weiterer Religionsgründer, nein. Alle Religionsgründer, die man nur nennen kann, sie sind alle gestorben und sind im Grab geblieben, außer einer, Jesus Christus. Er hat den Erzfeind der Menschheit, den Tod, hat er selbst getötet, indem er ihn hinter sich gelassen hat und zu neuem Leben auferweckt worden ist. Jesus ist von Gott bestätigt als der Retter und die Hoffnung für die Menschheit. Und dieser Jesus, gemeinsam mit seinem Vater, in direkter Weise ist der, der Paulus sendet, der in diesem Brief spricht. Das bedeutet, wir lesen den Galaterbrief nicht nur heute, auch nicht nur einmal durch, sondern wir gehen Vers für Vers durch in der Überzeugung, dass hier die geballte Power der Stimme Gottes uns begegnet. Dass Paulus das Werkzeug ist, der Gesandte, aber die Stimme ist die Stimme Gottes. Und Paulus spricht zwar nur zu den Galatern damals, aber was er ihnen sagt, kommt von Gott. Und deshalb, wenn Gott spricht, ist es immer die Wahrheit. Und Wahrheit ist gültig zu jeder Zeit, in jeder Sprache, für alle Menschen und an jedem Ort. Und das bedeutet, in diesem Brief hörst du die Stimme Gottes Wort für Wort. Paulus ist der Gesandte Gottes. Das ist der Grund, warum wir diesen Brief nicht einfach nur einmal lesen. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Brief damals in Galatien nicht nur einmal gelesen und dann irgendwo abgeheftet oder gar weggeschmissen wurde, sondern vervielfältigt wurde. Das ist auch der Grund, warum dieser Brief alle Zeiten überdauert hat. Ja, 2 Millennia hat dieser Brief überdauert. Das ist auch der Grund, warum Luther diesen Brief so verschlungen hat. Von diesem Brief freigemacht wurde, ganz Europa angezündet hat mit dieser Freiheit. Und das ist auch der Grund, warum Luther ihn ins Deutsche übersetzt hat. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Brief lesen und hören wollen, Wort für Wort ausgelegt, damit wir nichts von dem auslassen, wo Gottes Stimme hörbar wird. Gott spricht. Gott spricht. Ja, woher weiß der Mensch, was gut für ihn ist? Woher weißt du, was gut für dich ist? Bist du nicht satt davon, Menschen zu hören?
Bist du nicht satt davon, diese ständigen Meinungswechsel zu erfahren? Das Hin und Her der Gesellschaft. Möchtest du nicht die Stimme Gottes hören, von dem, der Himmel und Erde gemacht hat? Was bedeutet das für dich? Diese Tatsache, die im ersten Satz hier klar wird? Ich sag's dir mit einem Wort. Höre. Höre. Höre den Herrn. Höre ihm zu. Nicht halbherzig, nicht halb aufmerksam, sondern mit einem tiefen Hunger danach, deinen Schöpfer zu hören. Sei gespannt. Höre mit willigem Herzen. Was wäre ansonsten nötig, um dich zum Zuhören zu bringen? Von welcher Instanz möchtest du denn hören, um zu sagen, das will ich hören, wenn nicht, wenn es dein Schöpfer ist, der zu dir spricht? Und wenn dir das noch nicht reicht, um zu staunen, dass der lebendige Gott hier zu uns spricht und uns die Wahrheit zeigt, dann höre den zweiten Punkt. Und ich hoffe, dass wir darin bewegt werden, zu wem Gott hier spricht. Wem neigt Gott sich denn hier zu? Mit wem tritt er in Kontakt? Zweitens, die Empfänger. An wen ist der Brief gerichtet? Das ist in Vers 2. Auch alle Brüder, die bei mir sind, sagt Paulus, an die Gemeinden von Galatien. Dieser Brief ist nicht an die Menschheit gerichtet von Gott. Dieser Brief ist an einige Gruppen von Christen in Galatien gerichtet. Das heißt, dieser Brief ist von Gott und Gott hat ganz bestimmte Menschen vor Augen, zu denen er sich neigt, um in ihr Leben hineinzusprechen. Ganz bestimmte, nicht allgemein, sondern die Galater. Er spricht zu ihnen. Und da muss man doch denken, wow, wenn Gott sich auf der ganzen Erde jetzt wirklich extra und persönlich und gezielt diesen Menschen zuneigt, da müssen die aber ganz schön was, die müssen aber ganz schön Gott beeindruckt haben, oder nicht? Mensch, was zeichnet diese Menschen denn aus? Lass uns mal kurz nur einen Blick auf den ersten Satz nach der Begrüßung werfen, Vers 6. Paulus sagt, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von ihm, der euch in der Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Wer sind die Empfänger dieses Briefes? Es sind Leute, die sich gerade von Gott abwenden. Das sind nicht die, die sich so radikal Gott zuwenden, dass Gott sich denkt, oh Mann, dem gehe ich jetzt mal einen Schritt entgegen. Gott wendet sich gezielt und persönlich und genau und gerade an so eine Menschengruppe, die jetzt gerade sich von ihm wegbewegt, sich von ihm, der sie in der Gnade Christi berufen hat, abwenden. Wir bekommen hier einen Einblick in der Begrüßung in die große Liebesgeschichte Gottes mit der Menschheit. Der kleine Mensch, der alles von Gott hat und diesem Gott, der die Unendlichkeit übersteigt, sich von diesem Gott eiskalt abwendet, seines eigenen Glückes Schmied ist, seine eigenen Regeln verfolgt, Gottes Gesetz bricht und die Geschichte eines so großen Gottes, der keinen Menschen braucht, um vollständig und überfließend zu sein und der sich genau diesem Menschen, der sich von ihm abwendet, zuwendet. Gott ist der Hirte, der die 99 Schafe, die da sind, stehen lässt, um dem verlorenen Schaf, was sich von den anderen distanziert hat, um diesem Schaf gezielt und persönlich nachzugehen. Woraus du schließen darfst heute Morgen, du bist Gott nicht egal. Du hast Hoffnung. Und darin steckt auch so eine Botschaft an uns Christen. Wie schnell fällt man in das Denken? Ach, Gott hat mir so viel Gnade gegeben. So viel Gnade.
So oft hat er mir vergeben. Ich bin von dem Gefühl überwältigt, dass Gott definitiv die Schnauze voll von mir hat und, wenn es hochkommt, mich noch toleriert. Aber mehr nicht. Mehr Hoffnung habe ich nicht. Nein. Hier sind Christen. Hier sind diejenigen angesprochen, die bereits in der Gnade Jesu gerufen wurden von Gott. Und sie wenden sich gerade von ihm weg. Sie verirren sich gerade. Sie machen schlimme Fehler. Aber seine Gnade ist noch nicht zu Ende. Seine Gnade hört nicht auf, sondern er wendet sich an genau diese Christen, die, nachdem sie seine Gnade empfangen haben, nun sich von ihm wegbewegen. Und was ist seine Botschaft? Was ist Gottes Botschaft? Schaut mal in Vers 3. Was ist das Erste, was Paulus sagt? An die Gemeinden in Galatien, Doppelpunkt, Gnade. Gnade sei mit euch. Und Friede. Nicht von mir, Leute. Nicht von mir, Paulus. Sondern ich verkündige euch Gnade und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus, von dem ihr euch gerade wegbewegt, weg von der Gnade, hinein in Gesetzlichkeit, hinein in ein verdrehtes Evangelium. Aber Gott lässt euch nicht los. Gott wendet sich zu euch und er wendet sich an euch. Er lässt euch nicht alleine. Das Erste, was Gott ihnen sagt, ist: Gnade ist bereit, mein Kind. Du hast in der Gnade begonnen, du hast meine Gnade empfangen und hier ist noch mehr Gnade. Gnade mit dir. Gnade um Gnade um Gnade und Friede von mir, von Gott. Gnade bedeutet per Definition, und das vergessen wir manchmal, Gnade bedeutet per Definition, dass es unverdient ist. Unverdient. Gnade gibt es nur für Leute, die schuldig sind. Weißt du das? Nur diejenigen brauchen Gnade, die schuldig sind, die Gnade nicht verdient haben. Und ich sage dir noch etwas, auch nur diejenigen empfangen Gnade, die schuldig sind. Die Selbstgerechten, die einzigen, die keine Gnade von Gott bekommen, sind die, die keine Gnade brauchen. Aber wer in Schuld ist, wer Sünder ist, für den gibt es Gnade um Gnade ohne Ende. Und ist es nicht etwas, was uns bewegt, wenn wir hier sehen, dass genau dann, wenn sie sündigen, genau in ihrer Sünde kommt Gott und dieser Brief zu ihnen. Genau da kommt Gott hinein. Genau da schenkt er Gnade, wo eben Gnade notwendig ist, nämlich inmitten deiner Schuld, inmitten deiner Verzweiflung, inmitten deines Falls. Und so gilt es auch für dich. So gilt es auch für dich. Dieser Brief beginnt mit Gnade. Das erste Wort, nachdem Paulus seine Adressaten genannt hat, ist Gnade. Und wenn ihr nur mal in den letzten Vers des Briefes schaut, dieser Brief endet mit Gnade. Galater 6, Vers 18. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen der ersten Erwähnung der Gnade und der letzten. Denn am Anfang, hier in der Begrüßung, da müsste man wörtlich so übersetzen: Gnade zu euch. Gnade komme zu euch. Quasi, ihr seid gnadenbedürftig. Ihr habt zwar die rettende Gnade empfangen, aber ihr Lieben, Christen, ihr seid immer noch Menschen, die sündigen können und die auch sündigen. Ihr braucht meine Gnade und meine Gnade ist es, die euch trägt. Und meine Gnade ist es, die euch verändert. Und diese Gnade kommt jetzt zu euch. Und dann am Ende des Briefes heißt es: Und jetzt sei die Gnade, die zu euch gekommen ist durch mein Wort, mit euch. Jetzt sei sie mit euch. Das heißt, wir sehen hier, der Brief selbst ist wie so ein Beweis. Warum stellen wir uns jede Woche neu und auch jeden Tag neu unter dieses Wort? Weil Gott es so gemacht hat, dass dieses Wort uns sowohl errettet als auch in der Errettung bewahrt. Diese Galater sind einem fatalen Irrtum wieder verfallen. Sie kämpfen mit der Einstellung: Okay, ich wurde zwar gerettet, aber jetzt muss ich mich in der Gnade halten. Jetzt muss ich schauen, dass ich das beachte und das beachte. Und sie fokussieren sich auf ihre Werke.
Sie fokussieren sich auf ihre Werke. Und direkt das erste Wort hier in Vers 3 sagt, es ist wie eine sanfte Ermahnung. Leute, Gnade, unverdiente Zuneigung, meine Liebe, nicht deine Werke, meine Gnade kommt jetzt zu dir in diese Situation, wo du dich von der Gnade entfernt hast, wo du so verzweifelt dich abstrampelst, vielleicht auch gegen diese oder jene Sünde, und du kämpfst in deinem Kampf und du kommst da nicht raus und du denkst dir, du musst raus, damit du wieder neue Gnade bekommst. Nein, die Gnade kommt in deinen Käfig hinein. Allein durch den Glauben. Wenn du dich Jesus Christus anvertraust, dann hast du alle Gnade aller Zeiten und Ewigkeiten. So ist es bei Gott. Und diese Gnade soll dich jetzt erreichen. Ja, der erste Befehl im Galaterbrief, wisst ihr, wo der auf uns wartet? Noch nicht mal im ersten Kapitel. Nicht nur, nicht nach der Begrüßung direkt. Ja, da kommt erstmal der Zustand. Leute, mich wundert, das und das geht bei euch ab. Der erste Befehl ist in Kapitel 5, Geschwister. Und in Kapitel 4 sagt Paulus ihnen, in ihrem Jetzt-Zustand, ihr seid allein durch den Glauben Söhne und Töchter. Jetzt. Und jetzt ist der Geist in eure Herzen ausgegossen, indem wir rufen, aber Papa, Vater im Himmel. Das ist Gnade und das ist unser Gott. Und da, wo unser Glaube eingerostet ist und da, wo wir uns verkrampfen in Werken und Leistungen, da bricht er alles auf durch Gnade. Durch Gnade. Wir dürfen neu loslassen. Wir dürfen neu zuerst hier Gottes Gnade an uns ranlassen, bevor wir irgendwas tun. Und nebenbei, ich habe das bestimmt schon mal erwähnt, aber ich finde das so toll, dass Gott sich die Predigt ausgedacht hat als Mittel, um seine Gemeinde mit Gnade zu segnen. Weil schaut mal, was macht ihr jetzt gerade? Ihr macht gar nichts. Ihr sitzt einfach auf eurem Platz. Ihr empfangt nur. Ihr hört vom Herrn. Und das ist genau das, was hier passiert. Gnade. Genug Gnade für euch. Baut auf meine Gnade. Ihr seid mein Volk. Ihr seid meine Kinder. Und da, wo ihr auf Abwege kommt, da spreche ich hinein. Und diese Gnade ist sofort für euch da. Ihr Lieben, diese Gnade macht uns neu. Diese Gnade, die jetzt zu empfangen ist, allein durch den Glauben, die macht unsere Herzen neu, warm und liebend und auf Gott ausgerichtet und ihm zugeneigt. Das ist Gnade. Es zieht uns zu Gott. Es macht uns keinen Druck, sondern es macht uns frei. Und wir sehen plötzlich einen Gott, der seine Gnade einfach gibt und wir wollen ihm dienen, wir wollen ihm folgen. Und das Ergebnis von dieser Gnade ist Friede. Friede mit Gott, Gemeinschaft mit Gott. 24 Stunden am Tag ist er da. Es gibt aber noch etwas zu beobachten, was uns hoffentlich herausfordert. Dieser Brief ist nicht einfach an Christen in der Provinz Galatien geschrieben, sondern an Versammlungen. Wir leben gerade in unserer Zeit, jetzt aktuell, in dieser Krise, wo manche Gemeinden am Nachdenken sind, ob sie ab jetzt eine Online-Church werden, müssen wir betonen, was hier steht. Es ist nicht gerichtet an einzelne Christen, es ist gerichtet an Versammlungen, Gemeinden. Das griechische Wort Ekklesia hat als seine Definition eine versammelte Gemeinschaft. Das bedeutet, wir werden niemals uns als einzelne Christen aufspalten. Und ich rufe allen zu, die so leben, dass sie sich denken, Mensch, ich versorge mich durchs Internet, Gemeinde brauche ich nicht. Das ist nicht Gottes Plan für dich. Nein, er gibt dir eine Versammlung, eine Familie an deiner Seite. Komm, suche dir eine Familie. Gehöre einer Familie fest an. Und was auch so interessant ist, ist, der Galaterbrief ist der einzige Brief von Paulus, der weder an eine Einzelperson noch an eine Einzelgemeinde gerichtet ist, sondern an viele Gemeinden, an etliche Gemeinden. Und sie alle betrifft dieses Problem. Ihr Lieben, was wir hier sehen ist, dass sich ein ganzer Gemeindeverbund, eine ganze Gemeindebewegung kann sich von der Gnade wegdistanzieren. Und so frage ich mich auch, was wäre wohl die Botschaft Gottes an die Gemeinden von Deutschland? Gibt es Probleme,
die uns flächendeckend hier widerfahren? Oh ja, die gibt es. Oh ja. Und es beginnt bei dem schlimmsten Problem überhaupt, nämlich, dass das Wort Gottes nicht mehr als Wort Gottes gesehen wird. Denn daraus kommt alles. Das Evangelium, ein neues Leben, der Glaube kommt aus der Predigt. Das alles kommt aus dem Wort. Wir sehen aber auch, dass die Gnade Gottes, die uns erreicht, dass sie uns verändert. Und da möchte ich einfach am Schluss dieser Predigt noch kurz unser Augenmerk auf Paulus lenken. Denn wie sind denn diese Versammlungen in Galatien entstanden? Wie kamen diese Empfänger überhaupt zustande? Auch das begann mit einem Mann. Mit einem Mann, der einen Auftrag angenommen hat. Nämlich die frohe Botschaft, die ihn selbst so frei gemacht hat, zu vielen Menschen zu bringen. Und so kam Paulus, nachzulesen in Apostelgeschichte 14, kam er in die Gegenden, in die Provinz von Galatien. Und es kostete ihn sehr viel. In Galatien wurde er gesteinigt. Es wurden so lange Steine auf ihn geschmissen, bis die Leute dachten, er ist tot. Das Evangelium ist so eine überwältigende Gnade, dass es keinen Menschen unverändert lässt. Wer sagt, ich bin Christ und kann nicht sagen, ich wurde verändert, der kann unmöglich Christ sein, ihr Lieben. Und ich rede, ja, wir müssen hier eine Balance halten. Bei manchen Menschen passiert Veränderung schneller als bei anderen. Aber eins steht fest, lass uns hier mal absolut Klartext reden. Wenn du dir nicht sicher bist, dass Christus dein Leben verändert hat, nicht du selbst, bitte, nicht du selbst, sondern dass Christus durch seine göttliche Kraft in dir etwas verändert hat und in deinem Leben etwas verändert hat, dann bist du nicht sein und dann hast du nie den Herrn kennengelernt, bei aller religiösen Fassade, die du dir vielleicht aufgebaut hast und mit der du dich selbst fatal belügst, dich selbst betrügst. Die Gnade verändert. Und hier ist Paulus ein Beispiel. Dieses Evangelium machte ihn so frei und rettete ihn für Zeit und Ewigkeit, dass es ihn dazu bringt, so vielen Menschen wie möglich davon zu erzählen. Und dafür nahm er selbst die Gefahr des Todes auf sich. Er ließ sich nicht von Krankheit, nicht von Gefahr, nicht von Mangel, nicht von Unsicherheiten, von nichts ließ er sich damit abhalten. Und da frage ich mich, wo stehen wir heute, liebe Gemeinde? Wo stehen wir heute? Haben wir uns eine so tolle christliche Community aufgebaut, in der wir ganz toll miteinander vernetzt sind? Alle Bedürfnisse, alle sozialen Bedürfnisse gestillt werden? Ein ganz tolles Miteinander haben? Während die Menschen in die Hölle marschieren? In die Hölle, in die Verdammnis, ins Gericht? Und wir haben die Botschaft, durch die sie zum Glauben und zu ewigem Leben kommen können. Und wir machen es uns gemütlich? Ist das, wie wir leben wollen? Gnade verändert. Gnade legt es uns aufs Herz, dass wenn wir errettet sind, dann wollen wir anderen Menschen davon erzählen. Und auch, ihr Lieben, das ist auch ein Prüfstein. Denn wenn jemand sagt, ich bin Christ, ich bin gerettet und er hat kein Bedürfnis in sich, andere Menschen zu retten, mag sein, dass du ein Versager bist in Evangelisation. Ja? Ich bezeichne mich auch als Versager. Aber ich kann dir eins sagen, ich zerbreche über diesen Zustand. Ich trauere über diesen Zustand. Ich bete gegen diesen Zustand. Ich kämpfe gegen diesen Zustand. Wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes, aber du kennst es gar nicht, dass die Verlorenen dir eine Last auf der Seele sind, du bist kein Christ. Täusch dich nicht. Denn wer wirklich die Realität von Himmel und Hölle erkannt hat, und daraufhin gerettet wurde, der muss zumindest eine Grundliebe für die Verlorenen haben, sie zum Herrn zu führen. Paulus war ihr Gründer, ihr Glaubensvater, ihr Evangelist. Und wo sind diese Menschen heute? Ich bete für unsere Gemeinde, dass der Herr hier etwas in Gang setzt, dass Einzelne von euch da sind, dass Einzelne von euch da sind, die vom Herrn Dinge aufs Herz gelegt bekommen, wie Luther, und die dann nicht mehr zu halten sind.
die etwas in Gang bringen und andere hier in der Gemeinde mitreißen, dass eine Bewegung stattfindet, dass wir unsere Stadt mit der frohen Botschaft Gottes erreichen. Das ist mein Gebet. Also, dieser Brief ist Gottes eigene Stimme. Deshalb hören wir zu. Und die Stimme Gottes erklingt auch heute und jetzt in deinem Leben mit dem Wort Gnade. Gnade komme zu dir durch diesen ganzen Brief. Gnade möge dein Leben fluten und die Gnade möge bei dir bleiben. Und die Gnade möge dich verändern. Möge der Heilige Geist selbst hier heute Dinge anstoßen. Möge der Heilige Geist dir neu die Gnade Christi, die für dich nicht zu Ende ist und die auch niemals enden wird über dir, möge er dir diese Gnade vergewissern, dass sie dich neu frei macht. Denn zur Freiheit hat Christus dich frei gemacht. Lass dich nicht in ein Joch der Knechtschaft einspannen, sondern genieße und lebe und freue dich an der Freiheit der Gemeinschaft, die du jeden Tag jetzt im Frieden mit Gott haben darfst. Amen.